Hi! Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie man, glaube ich, hört, bin ich immer noch etwas erkältet. Demonstratives Husten. Nee, deswegen. Oh, was ist denn los? Was geändert? Nee, verdammt, warum vergesse ich immer die Lautstärke einzustellen? So. Wow. Hey, cool. Ich habe mich doppelt. Geil. Naja. Video Settings. Bestimmt nur so ein Anfangs-Lag. Ja. Es scheint schon. Guck mal. Hä? Warum heute so hoch, Jung? So, nochmal Verzeihung, da ist mir wohl gerade Minecraft abgeschmiert. Und das war falsch. Ja. Ja. Oh ja, das bin ich gewohnt. Dass die Quali so hoch ist, meine Güte, aber trotzdem ganz schön laggy. Und na, ist doch nicht so laut. Ich dachte gerade, mal kurz. Ja, so. So. Nochmal League geändert. Meine Güte, so geht das. Ich frag mich nur gerade, über was ich reden soll. Meine Themen sind alle. Ja. Sind alle. Alle. Baue ich mal hier ein bisschen was ab. Nein, so ein Scheiß, so ein Scheiß. So ein Scheiß, so ein Scheiß. Ich weiß echt nicht, worüber ich reden soll, nochmal. Ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Erkundungstour. Ja, Waypoint haben wir. Ja, warte mal. Den hier kann ich ja löschen. Wie geht also? Back Exit Menü. Oder wir sammeln mal kurz Holz. Komisch, dass die Blätter noch nicht verschwunden sind. Das haben wir doch im letzten Part noch abgehakt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Na gut. So blöd bin ich dann doch nicht. Ich bin derzeit noch am Überlegen, worüber man so reden könnte. Richtig viel reden kann ich jetzt auch nicht, da mein Hals oder da ich relativ heiser bin. Apropos heiser. Verzeihung. Oh, lecker. Nee, ich würde gern mal wissen, wenn es jetzt, jemand mal sich bequemt, in die Kommentare zu schreiben, wie oft ihr so im Schnitt krank seid. Also, ich bin eigentlich, ich bin hin und wieder mal krank. Das ganze Jahr über habe ich Schnupfen. Wahrscheinlich eine eher allergische Reaktion auf meinen Kater. Aber solange nur Schnupfen ist, ist mir das wurscht. Ich finde ihn trotzdem süß. Nee, weil in der Schule hatte ich letztes, vorletztes und vorvorletztes und das Zeugnis vor dem vorvorletzten und das Zeugnis davor auch. Eigentlich jedes. Bis auf eins immer null Fehlstunden. Also ich war immer da. Ah, schade, Schaf. Ich habe gerade nichts, Huhn. Nichts zum Fretten dabei. Ah ja, das Angebot mit der Rasierertextur steht immer noch. Ach ja, wusstet ihr eigentlich, dass man das jetzt machen kann? Wow, hab ich krass. Kann ich jetzt überall hinsetzen.
Ja. Da guckst du, wa? Dumme Scha. Oh, falsche Taste. Hey, komm her. Jetzt ist es angedatscht. Hör auf, mich hier runter zu schieben. Blöde Wichsschaf. Oh, meine Güte. Glaubst du es, ey? Habe ich Stunden gebraucht, um so ein Schaf zu erledigen. Hier, Huhn ist geil. Ein Schlag weg. Oder das Huhn. Weg. Ich stelle mir gerade vor, da rennt einer mit so einem Metallschwert über die Wiese und schlachtet echte Hühner ab. Oder was anderes. Wie Schafe. Oh, das war ein Instant-Killer. Habt ihr gesehen? Wow. Cool. Und du auch noch Huhn. Bam. Oh, scheiß Gras. Ich heuche gegen das Gras. Jetzt war der so weit weg. Blöder Pisser, hör mal. Hör mal, du Pinkler, jetzt gib mir doch auf den Beutel. Beutel, jetzt gib mir doch auf den Beutel. Ich esse mal ein paar Brot. Yum. Lecker. Aber ich auch kein Brot mehr, Mist. Ich sollte meine Plantage noch erweitern. Und aus genau diesem Grund. Ach, jetzt den hier. So, das ist jetzt unheimlich spannend. Ja. Und ich überlege gerade wirklich, worüber man reden könnte. Jetzt habe ich einen Erdblock aufgebaut, weil ich auf meine Uhr geguckt habe, wie lange ich schon aufnehme. Naja, warte mal kurz. Ich stoppe mal meine Uhr ganz kurz die Zeit und auch die Aufnahme jetzt. Ich gucke mal kurz auf Google nach aktuellen Themen. So, jetzt mal, ich habe was gefunden. Nur ein kleines Thema. Aber wenn ich es ausschmücke, schmücke, kann ich. Schmücke, ja genau. Ausschmücke kann man lange drüber reden. Im Prinzip sage ich dann immer dasselbe, nur damit es halt für euch interessanter ist. Und ihr halt hören könnt, wie ich dasselbe auf verschiedene Varianten sage. Also, während ich mit der Feder das Gras hier weghaue. So. Gesundheit. Ist ja jetzt so ganz neu und ihn naja, war früher auch schon neu. Gibt's eigentlich schon immer. Nee, hier mit von wegen ja, jetzt gesunde Ernährung und abends bloß keine Kohlenhydrate essen, das sind die Dickmacher und so. Ja, da gibt es auch ganz viele lustige Sachen zu im Internet. Also ich meine, das ist eigentlich ganz okay, aber jetzt ich möchte abends mache ich mir manchmal gerne so ein Brot mit Remoulade und sauren Gürkchen. Also ich mache ein Toastbrot, darauf hau ich Remoulade, nee, erst in Scheiben geschnittene saure Gürkchen, dann Remoulade, ja, und dann esse ich das. Vielleicht noch so ein Toasti dazu. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein Schnitzel für einen Toaster. Das geht ganz schnell und ist lecker. Mit Rühreifüllung. Oder Gemüsefüllung gibt es ja nicht mehr. Das fand ich immer früher so lecker. Naja, naja, also ich habe Verwandte. Die ernähren sich so. Ja, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es nicht schmeckt, ne? Schmecken tut's, aber es ist manchmal nicht so meins, ne? Also mir wäre da zu viel Arbeit, immer drauf zu achten, nach, nee, das darf ich nicht essen und das, ob das jetzt so gesund ist und so. Manchmal, wenn ich mal schnell Hunger habe und jetzt zu Hause nicht Lust habe, irgendwie auf groß kochen oder Mami kocht ja, manchmal helfe ich mit. Ja, oder mir irgendwas zusammenzubasteln, da wie halt Toastbrot. Mache ich mir abends manchmal Müsli oder gehe zu Meckes. Ja, ich wohne in der Nähe von einem McDo. Hin und wieder kommt auch mal Pizza. Oder was ich auch super lecker finde. Jetzt schreiben bestimmt euch alle von euch, bah, Igitt, wie kannst du nur? Es gibt bei Lidl, glaube ich, ja, Lidl, so Lasagne.
Die ist so fertig. Die finde ich unheimlich lecker. Die ist auch richtig gut gemacht, ne? Ich war mal in Italien. Mein Vater hat sich Lasagne bestellt. Willst du mal probieren, mein Sohn? Habe ich gesagt, ja. Oder habe ich, muss ich allen Ärzten sagen, dass das nicht so gut schmeckt wie die von Lidl. Es war wirklich so, das war kein Scherz. Die von Lidl ist für mich jetzt richtig super. Da haben sie alles drauf, ne? Natürlich esse ich auch manchmal so Lasagne. Aber ja. Die von Lidl, die ist schnell gemacht und schmeckt eigentlich. Naja, es wird dunkel. So prima. Ich will noch einen Samen finden. Oh mein Gott. Schnell einen Samen finden. Naja. Gesunde Ernährung. Naja. Ist eigentlich, wie ich finde, ja, also jedem das seine, ne? Der eine Let's Play, wenn der andere nur Gemüse isst. Naja, gesunde Ernährung ist ja nicht nur Gemüse, da dazu gehört ja auch noch hier Dingensbummens Fleisch für Eiweiß und Proteine und also Käse. Und nicht so wie ich. Ich bin, meine Mutter sagt immer, die kleine fleischfressende Pflanze kommt wieder. vor allen Dingen immer, wenn sie Schnitzel macht und so. Naja. Ach ja, Leute, die ja nur Gemüse essen, die nennen sich ja Veganer. Die essen nur, also kein Fleisch. Richtige, es gibt so eine Abart von Veganern, die essen dann statt Fleisch Fisch. Das finde ich irgendwie total bekloppt, aber naja. Ich meine, was ist denn Fisch? Das ist für mich auch Fleisch. Naja, aber das sind für mich unehrliche Vegetarier. Dann gibt es Vegetarier, die essen wirklich kein Fisch. Das sind für mich die richtigen Vegetarier. Gibt es natürlich noch extremere. Die essen nur Obst und Gemüse. Keine tierischen Produkte, also kein, keine Eier. Kein gar nichts. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Nicht zu sagen sehr. Weil das ist nicht mehr gesund. Die schlucken eigentlich nur noch so Vitaminpillen, damit sie alles kriegen. Dieses Zentrum von Abel. Ne, geht leider nicht auf Stein. Naja, ja. Und dann, was ich total bescheuert finde, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, also bei mir in der Klasse kannte es bis dato keiner. Habe ich eine Schaufel? Nein, ich mache mir mal kurz eine. Sind Frutaner. Die essen nur das, womit sie keiner Pflanze wehtun. Heißt, die kaufen keine Äpfel im Supermarkt, weil die gepflückt wurden. Und diese Äpfel hat die Pflanze ja unfreiwillig rausgegeben und damit haben wir ja wehgetan und ach, also Käse. Das ist, finde ich, auch relativ. Da denke ich mir schon, das kann nicht mehr gesund sein. Ist es bestimmt auch nicht. Ganz sicher ist das nicht gesund, wie die leben. Wenn die wirklich nur so was essen, also Fallobst vom Prinzip, was gibt es denn sonst noch anderes? Das, was, womit die nichts verletzen, kein Lebewesen, das ist für mich Fallobst. Also Obst, dass der Baum, das überreif ist und runterfällt. Oder vergammelt ist, je nachdem. Das ist für mich die einzige mögliche Nahrung für die. Wenn jemand von euch sowas kennt und noch weiß, wie die sich zusätzlich ernähren können, außer durch Vitamintabletten, ne? Der kann mir das ruhig sagen. Mich interessiert das richtig heiß, dieses Thema. Es macht mich nicht heiß, Leute. Es interessiert mich, für den, der jetzt gelacht hat. Nee, das finde ich richtig. Wie kann man so leben, frage ich mich. Das ist doch total ungesund. Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird der Fisch lieber freiwillig sterben. Na gut, das jetzt vielleicht nicht, aber apropos Fisch, wir haben heute in im Unterricht einen Fisch seziert. Fand ich auch ganz lustig. Und alle ich war in so einer Gruppe. Da haben echt alle I geschrien. Das musste alle ich machen. Nein, ich sag jetzt nicht die Namen von denen. Aber die haben sich alle davor geekelt in meiner Gruppe, ne? Und der Fisch, der ist so lustig. Wusstet ihr, dass wenn man auf die
diesen Kiemenlappen drückt, also das, was die Kiemen verdeckt, dass der Fisch dann das Maul aufmacht, dann wusste ich bis dahin auch noch nicht, dass der Fisch wirklich dann das Maul aufmacht. Naja, und so eine, wir haben eine, was war das? Strahlforelle, ja, Strahlforelle. Die haben wirklich winzige Zähne, ja gut, das wusste ich auch vorher, aber so, die werden dann ja immer im Film oder so richtig groß gezeigt. Oh scheiße, ich nehme schon wieder so lange auf. Naja, ich setze das Thema nächstes Mal fort. Tschüss.